Seit rund 140 Jahren ist es dem Menschen möglich, Töne zu konservieren. Der Phonograph ist das erste Gerät, welches Schallwellen aufzeichnet und wiedergibt. Kurz darauf folgt das Grammophon und die Schallplatte. Beides setzt sich Anfang des 20. Jahrhunderts auf dem Massenmarkt durch. In den 60ern erobern die Tonbandgeräte die Haushalte. 1963 kommt die Kompaktkassette auf den Markt. Sie ermöglicht das simple Aufnehmen und Kopieren von Musik und wird auch durch die Erfindung des Walkmans ein Riesenerfolg. 1982 läutet die Kompaktdisc das digitale Musikzeitalter ein. In wenigen Jahren überholen die CD-Verkäufe diejenigen von Vinyl. Die CD beschert der Musikindustrie große Umsätze und auch in Sachen Tonqualität scheint die digitale Technik perfekt. Sie hat jedoch einen großen Nachteil. Digitale Daten brauchen viel Speicherplatz. Allein in einer Sekunde werden auf einer CD 1,4 Millionen Informationseinheiten in Ton umgewandelt. Schon früh fragt sich der deutsche Elektrotechniker Dieter Seitzer vom Fraunhofer Institut, wie es möglich wäre, Musik so zu komprimieren, damit sie in guter Qualität per Telefonleitung verschickt werden kann. Er beauftragt den Doktoranden Karl-Heinz Brandenburg mit dem Projekt. Rund 5 Jahre arbeitet ein Team von etwa 40 Leuten daran. 1992 ist das neue Format geboren und nochmals 3 Jahre später, 1995, erhält es seinen Namen. MP3. Die Entwickler zeigen ihre Erfindung der Musikbranche. Doch die hat kein Interesse. Das Prinzip von MP3 ist einfach. Alle Töne, die das menschliche Ohr nicht oder nur reduziert wahrnehmen kann, zum Beispiel hohe oder sich überlagernde Frequenzen, werden aus der Musik gefiltert oder komprimiert gespeichert. Das spart Daten und lässt eine CD-Audiodatei auf etwa 1/10 ihrer Größe schrumpfen. Zu Beginn nutzen vor allem Radiostationen und Internetfreaks das neue Format. Doch 1998 kommen die ersten MP3-Player auf den Markt. Einer davon, der Rio PMP300, hat Platz für 30 bis 45 Minuten Sound. Die Musikindustrie versucht mit rechtlichen Schritten den Verkauf zu stoppen. Stop. Und scheitert. Der Rio wird ein Erfolg. Gleichzeitig ist MP3 bereits der zweithäufigste Suchbegriff und es entstehen zahlreiche Tauschbörsen im Netz. Einige von ihnen werden von der Musikindustrie wegen Verletzung des Urheberrechts heftig bekämpft und müssen den Betrieb einstellen. 2001 bringt Apple einen eigenen MP3-Player, den iPod und die Software iTunes auf den Markt. Songs lassen sich damit gegen Bezahlung einzeln kaufen. Die neue Technik und die neue Art, Musik zu hören, sind nicht mehr aufzuhalten. Die Musikindustrie selber hat den Trend verpasst. Und heute? Heute nimmt das Streamen von Musik übers Netz stark zu und andere Audioformate machen MP3 Konkurrenz. Möglicherweise ist also das Ende von MP3 schon nah. Doch Totgesagte leben manchmal lange weiter.